Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part von Ori and the Blind Forest. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und haben hier ein bisschen was gemacht. Oh Gott. Der Bereich ist doch sicher, bitte. Ich will auch nur speichern. Mann, das ist doch unfair. Hier kann ich aber speichern, oder? Danke. Okay, so kann ich das nicht machen. Ich bin nicht sicher, wie ich das machen soll. Weil es schießt ja, es ist ja auch die ganze Dauerfeuer. Hab irgendwie eine Idee. So war die Idee nicht gemeint. Jetzt kann ich ihn aber kurz töten. Ach man, ich... Oder muss ich das Teil... Habe ich mir jetzt das auch noch versaut, indem ich... Ah, ich habe eine Idee. Zurückziehen. Zurück. Runter. Nein, nicht so, nicht so, nicht so. Du gehst jetzt nach oben. Ist das jetzt euer Ernst? Diese beiden Bälle sind einfach aneinander gewesen und ich kann es aber nicht hochholen. Schrecklich. Das rausziehen erstmal. Ich bin erschreckt. So, so wieder. So wieder. So wieder. So wieder. Und jetzt habe ich es. Jetzt dürfte ich es endlich haben. Oh Gott. Danke, dass ich irgendwas darf. Ich bin jetzt hier. Ist gerade
sehr komisch. Ich bin jetzt hier. Hier muss ich lang, weil da noch mehrere Teile sind. Zwei. Das zählt jetzt nicht richtig, ja. Ach man, tötet mich doch gleich. Speich. So, gespeichert. Wo sind noch welche? Da, und dann muss ich nach da hinten. Ach Gott. Größter Kack aller Zeiten. Anders. Verdammt. Das ist der größte Kack aller Zeiten. Ich müsste mal ein bisschen speichern. So kann ich mir Leben holen. Und was will ich denn upgraden? Ich will das hier upgraden, dass Seelenverbindung nicht so lang, nicht so teuer ist. Verdammt! Gut, ich dürfte, glaube ich, jetzt genug Leben haben. Schreckliche Stelle. Ich würde sagen, ich gehe erst da hinten hin. Mann, es ist so kacke, dass es Shift ist. Ich komme damit zwar ein bisschen klar, aber wenn ich dann zwei Sachen gleichzeitig drücken muss und so leicht fliegen muss, dann ist es voll schwer. Weil sonst fliege ich ja die ganze Zeit gegen eine Decke. Genau so meine ich das. Ich muss mich gerade so konzentrieren und tut meine Finger schon weh. Ich mache jetzt ich nehme gerade schon die ganze Zeit auf, so eine Aufnahme. Ich versuche das Spiel heute noch durchzuspielen. Da ich mich mit anderen Dingen befassen kann. Wir speichern. Alter, war das jetzt schwer. Ja, du brauchst doch nicht. Kannst du bitte. Ori! Ori! Und ich muss. Es ist so schwer, einfach die Tastenkombination da zu haben. Also, ich muss jetzt mit beiden Händen versuchen, mit beiden Händen das zu machen. So. Okay. So. So, ohne dass ich die Maus in der Hand habe. Nochmal kurz töten. Weil. Mann. Nochmal kurz töten. Weil ich muss das mit vollem Leben schaffen. Okay, ich schaffe das mit einer Hand. Größte Scheiß. Wer auf solche Ideen gekommen ist, der gehört geschlagen. Weil wer verkauft irgendwann ein Spiel, das einfach so schwer ist?
Mann! Ich kann das nicht! War halt. Nein! Ich kann das nicht, ich muss die ganze Taste drücken und... Bis gleich, ich stelle kurz alles um. Ich sehe gerade, ich kann die Steuerung nicht ändern. Der kleine Finger tut mir zwar schon höllisch weh, dass ich die ganze Zeit Shift drücken muss, aber ja, wen interessiert's? Mann, ich kann das nicht. Es ist der größte Scheiß, den irgendjemand eingestellt hat. Oh Gott. Ich mach's mal ein bisschen alleine, vielleicht wenn ich nicht rede, vielleicht hilft's dir dann, bis gleich. Ich habe es geschafft. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe jetzt schon das dritte. So, jetzt, wo ist das letzte? Wahrscheinlich irgendwo hier am Arsch der Welt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da oben war ich noch nicht, aber interessiert mich jetzt auch nicht. Das ist nur so eine Energiezelle. Eine EP-Zelle. Ach, EP. Ja, XP. Fahren. Ach, ist mir jetzt scheißegal, ob ich jetzt die ganze Zeit sterbe. Ich habe es wenigstens geschafft. Wie ich für... Ach, fast 700 Mal. Ich glaube, ich mache einen neuen Rekord. Beim Durchspielen des Spiels Oriental Blind Forest mehr als 1000 Mal gestorben. Weil, wenn dieses Level designt hat, ist der gehört geschlagen. Sowas von in die Fresse geschlagen. Ich würde gerne speichern. Weil ich dadurch Leben bekomme. Liebes Spiel. Und diese Leben brauche ich zum Durchspielen des Spieles. So, kann ich nicht einfach hier oben? Nein, auch nicht. Nein, da oben ist doch was. Die bessere Frage ist, warum sind hier überall Stacheln? Ach, die so aussehen wie Blätter. Ich hätte doch gleich so einen Kaktus hinmalen können. Gott. Ich wusste es. Ach, warum für... Oh Gott. Speichern. Ich habe eigentlich mit was anderem gerechnet, aber okay, ist schön, dass das hier ist. Und da hinten ist dann gleich die Tür. Das gefällt mir doch, wenn da hinten gleich einfach die Tür ist. Verdammt. Gleich nochmal speichern. Mehr Leben, also mehr Chancen. Ja, wenn du einfach weiter nach auf die Seite rollst, Uri, rutschst, dann kann ich auch nicht viel machen. Danke, danke, danke. Da hinten ist dann gleich ein Fähigkeitsraum, ja. Diesmal nicht. Sch-
speichern. Oh Gott. Was? 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 Hier ist der Baum. Der letzte. Dieser Geist. Ein weiteres Opfer für Nibel. Nia stieg hoch in die Luft. Sie glitt durch den Himmel. Ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald erblindete. Erblindete, ups. Was kann ich jetzt? Fliegen? Du hast Supersprung erhalten. Okay. Etwas laut. Okay, muss ich die... Also wenn ich jetzt hier kurz speichere, dann kann ich hier hoch. So und dann... Warum will sie nicht in der Luft springen? Also so kann man alles machen. Komm ich jetzt so an. Die machen mir jeder von. Wie viel Schaden macht einer? Einer macht mir 5 Dam. Nein. Puh. Die übertreiben es ein bisschen mit dem Damage. Speichern. An die Seite. Brauche ich nicht. Das ist eigentlich das Letzte, was ich machen kann. Ermöglicht in der Luft einen dritten Sprung. Den bräuchte ich. Den könnte ich gut gebrauchen. So. Spinne. Geh zurück zu dir. Speichern. Die Musik wird langsam immer lauter. Space? Gut, interessant, interessant. Ich würde sagen, das war's für diesen Part von Ori and the Blind Forest und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!